Hallo und herzlich willkommen zu Flori und Luki. Heute mal wieder zu einem Unboxing-Video und zwar zu dem Samsung Galaxy Tab S, was ich mir jetzt bei Mediamarkt geholt habe für 400 Euro für SIM-Karte, weil also ich habe vorher ein anderes Tablet gehabt, das war ein Trackstore 10,1, also Soft Tab 10,1 Fan Edition. Jedoch war ich mit dem nicht zufrieden. Ich habe jetzt mit dem eine Woche gearbeitet. Hatte es auch mit dem Urlaub gehabt, aber bin mit dem nicht zufrieden gewesen, weil es brauchte einen Tag, bis das komplett aufgeladen war und die Batterie hat anderthalb Stunden gedauert. Ich habe nichts daran gemacht. Also ich habe nicht daran gearbeitet. Die Batterie war innerhalb anderthalb Stunden war die komplett leer. Also das war das größte Teil, das war der größte Scheiß überhaupt. Ich will jetzt nicht die Firma Trackstore schlecht machen, weil mein Bruder hat sich jetzt auch einen Trackstore geholt. Das ist ein bisschen besser als meins jetzt. Und für meinen Trackstore gab es auch keine Updates. Also ich wäre irgendwann dann bei Android 4.2.2 gewesen. Oder andere schon bei Android 10 oder was auch immer. Was ich bin, sind. Und ja, deswegen habe ich jetzt umgetauscht und 400 Euro neues geholt. Ich habe einmal, weil ich den Vertrag abgeschlossen habe, habe ich 100 Euro bekommen für das Trackstore, was ich vorher hatte. Der Vertrag kostet 4,99 Euro im Monat. Dann habe ich mir das Teil jetzt gekauft, weil ich habe dann nochmal 100 Euro zurückbekommen, muss also nur noch 200 Euro zahlen. Habe dann noch diese schöne Tasche dazu, oder diese schöne Cover, noch dazu gekauft für 34 Euro. Und ja, die Geräte sind noch nicht gerettet worden, also ich komme gerade erst nach Hause. Ich habe jetzt gerade erstmal die Kamera angeschlossen und würde sagen, wir fangen mal an. Ich habe mir das ja dazu gekauft, weil ich habe ja hier auch schon, diesmal auch schon meinen Samsung Galaxy S4. Ich kaufe mir jetzt im nächsten Galaxy S6, aber das normale, weil ich das Edge ziemlich hohl finde. Ich kann es einfach nicht fassen, wie man sich ein Edge kaufen kann, weil es ist sowas von schwachsinnig. Nur weil da leicht abgerundete Kanten sind, das soll dann angeblich besser sein. Also ich finde es eigentlich eher, das ist nur hier Geldmacherei, da wollen die Firmen nur mit verdienen. Das ist der größte Scheiß überhaupt. Naja, darum geht es sich aber heute nicht. Deswegen legen wir das mal zur Seite. So, legen wir mal schön in die Mitte. Zum Cover kommen wir gleich. Na, wir packen erstmal das Cover aus. Genau, packen wir erstmal das Cover aus. Das hat 34 Euro gekostet, wie schon gesagt. Ich habe jetzt nicht so gute Informationen über das Galaxy Tab S. Ich mache das Video jetzt einfach, also es ist jetzt einfach ein unerfahrenes Unboxing-Video. Test kommt dann aber auch bald. Und ja, die Videos aus Portugal kommen jetzt auch bald. Ja, da bin ich jetzt auch schon dran am Schneiden. Nach, wenn ich dann mal die Hülle hier aufkriegen würde. Na. So. So wird das beschrieben. Da ist noch keine Anleitung drin. Oh, das sieht ja mal sehr gut aus. Hier ist auch nochmal eine kleinere Anleitung. Die hier, was ist hier drauf? Ist auch nochmal eine Anleitung, okay. Ah ja, es wird mit so einer Art Saugnapf da festgemacht. Ah ja, okay. Das sieht ziemlich geil aus. Ach, ja, hier ist die Kamera, sorry. So sieht das jetzt aus. Man kann das, wie man das jetzt besser, ob man das jetzt hier sehen kann. Ich kann nochmal gerade mal ein bisschen weiter ranzoomen. So, also man kann das einmal so aufstellen, so sieht das dann aus. Ich habe übrigens am 15. Geburtstag gehabt, ich weiß nicht, wann das Video jetzt rauskommt. Da habe ich mir dann ein DSL Airwick geholt, aber zu dem Video geht es dann andermal. Also ich finde das Teil, das sieht wirklich sehr cool aus. Hier nochmal die Marke zu sehen. Samsung. Ist wieder etwas unscharf. Naja, gut, legen wir das erstmal zur Seite. Kommen wir zum Schluss. Und jetzt kommen wir zum Herzstück. Und zwar wie auch schon mal mit Galaxy S4 wieder schön verwertbares Papier. Ist wirklich sehr gut an Samsung, dass die hier nicht irgendwelches Papier verwenden, was sehr umweltschädigend ist, sondern sehr gutes Papier verwenden kann, was auch wieder, also was quasi recycelt ist. Also sieht wirklich sehr gut aus. Wir sehen hier auf der Rückseite, ich kann nochmal jetzt mal ranzoomen. Also, wir haben einmal LTE, also wir haben erstmal einen 267,2 mm 10,5 WQXGA 2560 x 1600 Super AMOLED Display.
Ist, glaube ich, im S4 auch drin. Ich glaube, ich lege es mal lieber auf den Tisch. So, wir haben einmal LTE HSPA Plus. Ein 1,9 GHz Quad-Core Prozessor. 1,9 GHz Quad-Core. Plus ein 1,3 GHz Quad-Core Prozessor, genau. Universal Remote, also wir haben auch wieder Infrarot dran. Wie auch am Galaxy S4. Hier, Infrarot. Sieht man jetzt nicht so gut. Ist, glaube ich, auch ein Super AMOLED Display war das, glaube ich. Ich meine schon. Dann haben wir 3 GB RAM. Finde ich sehr gut. Aber mit dem Handy habe ich nur 1 GB RAM. Dann haben wir eine 8 Megapixel AF plus 2,1 Megapixel VT Kamera. Was auch eine Frontkamera. Und also hinten eine 8 Megapixel Kamera und vorne eine 2,1 Megapixel Kamera. Dann haben wir GPS, natürlich ganz wichtig bei einem Tablet, ja, ganz wichtig. Dann haben wir VQHD 1440 Pixel, Playback and Full HD 1080 Pixel Recording und eine 7900 mAh Batterie. Dann haben wir noch Bluetooth, Wi-Fi, also Wi-Fi and Plus, APD, was auch immer das heißt, und natürlich Android. Bevor es richtig losgeht, wollte ich auch noch sagen, ich hatte auch erst vor mir ein iPad Mini zu holen. Ich habe mich aber beraten lassen, der hat gesagt, ja, wenn du jetzt immer bei Android warst, dann bleib auch bei Android, weil Apple ist da schon eine andere Welt für sich. Das ist dann schon wieder anders mit dem Store, mit iTunes und alles. Das ist wieder ganz anders. Also wenn du bei Android warst, dann bleib bitte bei Android, das ist besser. Und weil der hat dann, ich habe mir nämlich das iPad Mini da angesehen, der hat mir dann gesagt, dass das hier desto stärker ist als das iPad Mini. Dann habe ich gedacht, ja komm, hol zu Samsung, hast auch eigentlich gute Erfahrungen mit deinem Galaxy S4, hast auch null Probleme gehabt. Und ja, ich bin auch gut, dass es hier schon Android 5 hat. Das ist sehr, sehr gut. Ja, ist sehr schön. Na, ich hoffe mal noch. So, dann ziehen wir das hier mal raus. Galaxy Tab S, boah, sieht wirklich sehr gut aus. Die große passt perfekt, reicht vollkommen aus, gab auch ein noch größeres, aber die Größe ist genial eigentlich. Ja, gut, dann nehmen wir es mal raus. So sieht's aus, noch in der Verpackung. Ah, wieder sehr wertvoll. Die haben ja sehr dünnen Stoff, was überhaupt nicht umweltschädigend ist. Ah, den goldigen Rahmen. Auch Gold wert, nicht wahr? Dann haben wir es auch schon da. Ah, wenn die Schärfe stimmen würde, dann wäre es auch noch schöner. So, hier so sieht's aus. So sieht's von der Rückseite aus. Den dämmischen Aufkleber, dann mache ich gleich noch weg. So sieht's aus. Dann haben wir hier an den Seiten die Lautsprecher und hier Lautsprecher. Ich zoome auch noch mal ein bisschen ran. So. Hier Kopfhöreranschluss und Lautsprecher. Hier oben sind die Tasten zum An- und Ausmachen. Hier oben ist die Infrarot-LED. Hier haben wir wieder einen Lautsprecher. Den SIM-Kartenslot und den Micro-SD-Kartenslot. Boah, zum Glück habe ich einen Micro-SD-Kartenslot. Weil das ist mir wirklich wichtig, weil wenn der Speicher irgendwann voll ist, dass ich den dann wieder erhöhen kann. Ja. Wow, schön. Schick, schick. Also muss ich echt sagen, sieht wirklich sehr schön aus. Naja, machen wir mal weiter. Ich schaue mal auf mein Bett. So. So, gucken wir, was wir hier noch dran haben. Ja, sehr gutes Papier. Da, also nicht umweltschädigend. Finde ich sehr gut von Samsung. Ich hoffe, das machen die auch weiterhin so. Dann das altbekannte Samsung-Kabel. So. Das habe ich vermisst, weil mein Kabel ist nämlich hinüber. Ah, das ist ja mal länger als das vom Handy, also wirklich sehr schön. Ja, cool. Viel länger, das habe ich wirklich vermisst. An einem anderen Tablet habe ich dann nur ein, ja, sag ich mal so, wenn der Tier das Kabel anfängt, ein so kurzes Kabel gehabt, also das hat dann schon hier geendet. Das war so kurz, cool, für ein Tablet, muss man sich mal vorstellen. Am Handy würde ich es ja noch vielleicht verstehen, aber für ein Tablet, das war echt, also das habe ich echt nicht verstanden. Warum ein kurzes Kabel nur? Dann aber hier den altbekannten, ist da noch was dran? Nein. Dann haben wir den altbekannten USB, ach USB, ja doch, USB Samsung Stecker, also Netzteil. War auch mal aus.
So, ah, das sieht aber auch schon wieder anders aus. Das ist so, wie ich das habe. Wenn ich jetzt mal mein anderes zeige. Das hier ist das vom Tablet. Und das hier ist das von meinem Handy. Das sieht nämlich geil aus, außer dass das hier aussieht wie so ein Schild, das man rausholen kann. Und das halt nicht. Jetzt sind aber auch beides die gleichen. Aber auch die gleiche Volt. Ne, das hier hat sogar ein bisschen mehr, weil das hat 5,3 Volt. Das hier hat nur 5. Das vom Handy. Und dann stimmt die Amperezahl auch. Ja, genau. 5,3 Volt. Also scheint wohl ein bisschen mehr Power drauf zu sein. Ist ja auch besser so. Und ja, dann war es eigentlich auch schon mit dem Unboxing. Hier nochmal das schöne Teil zu sehen. Toll. Ach ja, genau. Jetzt zeige ich noch, wie man das... Ach, guck mal hier. Schon direkt solche Saugnäpfe dran. Ich ersetze sie gerade hier. Dann gucken wir jetzt mal. Ich habe eigentlich sehr gut verarbeitet das Gerät, also muss ich wirklich sagen. Ja, ein Mikrofon, ein kleines, man muss jetzt auch kein, ja, kein super Mikrofon dafür installieren. Also im Teil, das ist ja keine Kamera, ne? Das ist ja ein Tablet. Hier an der Kamera ist auch noch ein Kleber dran und die Batterie geht jetzt fast leer von der Kamera. Deswegen zeige ich das jetzt eben schnell. Man geht auch schon ab. Komm. So. Zeige ich das mal gleich, wenn man das jetzt da reinmacht. So. Ich hoffe, das kriegen wir noch hin. Da muss ja die Kamera dann dran. Dann knackst das einmal ein bisschen. Schon ist es fast fest drin. Zack. Hier ist es dran. Perfekt. Und schon hält es. Perfekt. Würde ich sagen, das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit diesem Unboxing. Ein Test dazu kommt auch noch in den nächsten Tagen. Ich würde sagen, das war's für heute. Euer Flonoki. Gebt mir wieder einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Darunter, wenn nicht. Teilt das Video auf Facebook, Twitter oder Instagram oder wo auch immer. Und vergesst nicht zu abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Florian Luki.